Cause I'd your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay. Okay. Hallo ihr lieben Nosy. Hallo. Nosies. Da sind wir wieder, es ist Donnerstag. Und wir heißen Jana und Mine. Und Jana und Mine. Mine, nicht Hermine, aber nicht so schlimm. Deswegen ja, sagen wir es einfach nochmal. Also genau. Haben wir Lesbenwitze. Ja. Ja. Also, unsere Meinung ist da genauso, glaube ich, wie bei Cassandra. Genau. Wir haben trotzdem welche rausgesucht. Genau, wir haben gedacht, Mensch, wenn unsere YouTuber das wollen, dann machen wir das. Ihr seht jetzt unsere Witze, auch wenn wir sie nicht witzig. Doch. Oder oberwitzig finden. Es gibt aber auf jeden Fall welche. Ja. Witze. Naja, also auf geht's. Viel Spaß. Viel Spaß. Woran erkennt man eine Batsch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sie kickstartet ihren Vibrator und rollt ihre Tampons selbst. Jonas steht auf Anna und seine Schwester auf Esther. Ball. Ein Playboy nähert sich einer scharfen Lesbe. Und flüstert: Ey, denken wir nicht das Gleiche? Klar, reißen wir ein paar Weiber auf. Andrea lud ihre Mama zum Abendessen ein. Die Mutter sah, wie gut die WG-Nachbarin von ihrer Tochter aussah. Nachdem sie schon öfter Vermutungen über die sexuelle Veranlagung ihrer Tochter aufgestellt hatte, wurde sie immer neugieriger. Im Laufe des Abends fragte sie sich, ob zwischen den beiden, Miriam und Andrea, nicht noch mehr ginge. Andrea konnte erkennen, was ihre Mutter denkt und sagte daher: Ich weiß, was du denkst, aber ich versichere dir, dass Miriam und ich nur WG-Mitbewohnerin sind. Eine Woche später kam Miriam zu Andrea und sagte: Andrea, weißt du, wo unser Suppenlöffel ist? Seitdem deine Mutter abgereist ist, vermisse ich ihn. Andrea antwortete: Ich schreibe ihr einen Brief und frage nach. In dem Brief schrieb sie: Liebe Mutter, ich möchte nicht behaupten, dass du unseren Suppenlöffel mitgenommen hast. Aber seit deiner Abreise fehlt er uns. Wenige Tage später kam ein Brief von der Mutter zurück. Sie schrieb: Liebe Tochter, ich möchte nicht behaupten, dass du mit Miriam schläfst. Und ich möchte nicht behaupten, dass du nicht mit ihr schläfst. Doch würde Miriam in ihrem Bett schlafen, hätte sie den Suppenlöffel längst schon gefunden. Wie viele Lesben braucht man, um eine Glühlampe zu installieren? Eine.
Auf einer Kuhwiese. Wir hoffen, euch haben die Witze gefallen. Ihr konntet ein bisschen lachen und wenn nicht, auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln. Und wenn nicht, einfach nur denken, oh je. Nein, also gebt uns einen Daumen hoch. Wir würden uns freuen und über Kommentare freuen wir uns auch immer sehr. Denn es motiviert nämlich immer sehr, wenn wir lesen, hey, das habt ihr super gemacht, oder wenn wir Daumen bekommen. Wir zählen nämlich immer die Daumen. Naja, egal. Also. Also, euch noch ein schönes Wochenende dann. Und bis zum nächsten Donnerstag. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.